Elon Musk hat es wieder mal geschafft, mit großen Versprechungen den Niedergang von Tesla zu kaschieren, denn die Zahlen, die wir gestern von Tesla gesehen haben, die waren noch miserabler als erwartet und die Erwartung war ja schon extrem niedrig oder extrem tief, extrem pessimistisch. Man hatte diese niedrige Latte nochmal deutlich untersprungen und was machst du, wenn du CEO eines Unternehmens bist, das im Niedergang ist? Du musst irgendwie Hoffnung schüren und genau das hat der Elon gemacht. Ein Hund ist er schon, sagt man in Bayern, halb respektvoll, halb verachtend gegenüber jemand, der es mit den Regeln nicht so genau nimmt, sich durchwurstelt, aber dadurch irgendwie Respekt verdient, dass er das tut. Ein Hund ist er schon, muss man wirklich sagen, zu Elon, denn er hat es wieder mal geschafft. Hier sehen wir die schwachen Zahlen, Revenue unter der Erwartung mit 21,3 Milliarden. Earnings per Share unter der Erwartung von 52 Cent, aber dann eben dieser zentrale Satz hier, wir haben unsere zukünftige Vehicle-Line-Up beschleunigt. Mit anderen Worten, wir werden diese schon länger angekündigten Billigautos an den Markt bringen. Affordable Cars, also leistbare Cars, leistbare Autos für den Mittelstand, auch leistbare Fahrzeuge zu produzieren. Mithin also zum Beispiel Teslas dann für 25.000 Dollar zu verkaufen. Klingt erstmal natürlich ganz toll, nur wie willst du damit Geld verdienen, wenn du ein Auto für 25.000 Dollar verkaufst, bei den hohen Kosten, die Tesla trotzdem hat, angesichts einer Konkurrenz aus China, die massive Überkapazitäten hat und mit Preisnachlässen den europäischen Markt überschwemmen wird. In Europa wird er da wahrscheinlich keine großen Beine auf die Erde bekommen, selbst mit einem Billigauto, mit dem er nicht einmal Geld verdient. Also das macht von hinten und vorne auch überhaupt keinen Sinn, aber Schwamm drüber. Wir sehen eine euphorische Reaktion der Aktie. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass eben viele Short waren. Short Interest war auf einem 3-Jahres-Hoch vor den Earnings und die Aktie nach diesem Hoffnungsballon hier in Sachen Affordable Cars dann erstmal 9% im Plus. Dann, als Musk sagte, ja, diese Affordable Cars, die kommen early 2025, also im Frühjahr oder im frühen 2025, dann ist die Aktie noch weiter gestiegen, über 13,3% im Plus, fast 14% Kursplus, schreibt hier jemand auf Finanzmarktwelt. Hat sich Musk mal geäußert, wann das autonome Fahren funktioniert, dass die Kunden seit Jahren mit bis 8.000 Dollar pro Auto vorfinanziert haben. Das ist ja genau der Punkt. Was hat uns Elon Musk schon versprochen? Autonomes Fahren, Robotaxis. Jetzt soll dieses Robotaxi, das eigentlich schon vor 327 Jahren kommen sollte, im August vorgestellt werden. Gleichzeitig will er jetzt also Anfang 25 dann diese Affordable Cars am Start haben. Sehr ambitioniert, Mr. Musk. Aber es reicht halt für einen Gamma-Squeeze-Booms, die Aktie nach oben dabei, operative Margen crushed 5,5%, niedrigster Stand seit 3 Jahren. Damit ist sozusagen jetzt die Marge bei Tesla niedriger als bei General Motors. Man hat deutlich mehr Autos produziert, als man verkauft hat in den letzten 2 Jahren. Also man kann es nicht anders sagen, 9% Drop in Revenues, 55% Drop in Net Income, die Marge runter auf 17,4 von 29,1% vor 2 Jahren. Also wie auch immer, Musk sells the Tesla Dream, but don't ask for details. Also er verkauft den Tesla Traum, aber frage nicht nach Details. Nein, da darf man nicht fragen, weil jetzt eben dieser Hoffnungsballon auf reiner Show basiert, sozusagen reine heiße Luft ist. Und Teslas Chef, also Musk, gestern dann, ja, wir sollten doch eher bewertet werden wie eine künstliche Intelligenz-Robotics-Firma, nicht wie eine Autofirma. Aha, da haben wir es. Und das ist ja das Argument der Religionsgemeinschaft Tesla. Wir sind gar keine Autofirma, wir sind was anderes. Und dementsprechend sollten wir auch anders bewertet werden. Diogenes darauf, naja, besser mal nicht. Vielleicht. Guck mal an, Microsoft tradet mit dem 17-fachen des 2024 erwarteten Gross Profits, Nvidia mit dem 24-fachen, Tesla mit dem 40-fachen. Wenn jetzt also Tesla bewertet wäre wie Nvidia,
und das heißt ja schon was, dann wäre die Aktie von Tesla bei 95. Heute kommen ja dann unter anderem die Zahlen von Meta, aber interessant. Also wir sollten nicht wie eine Autofirma bewertet werden, sondern wie eine KI irgendwas. Gell, also genau brauchen wir nicht fragen, ist ja nur wichtig, dass KI vorkommt, meine Damen und Herren. Schauen wir uns mal an, was ist denn die Realität bei Tesla? Revenue 2023 hier hellblau, 2022, also vorletztes Jahr dunkelblau. Und da sehen wir hier Automotive Sales. Mit Abstand sogar noch weiter gewachsen. Das, womit Tesla überhaupt praktisch Umsätze generiert. Ja, Services zum Beispiel an zweiter Stelle wächst ein bisschen, aber ist immer noch verschwindend gering. Etwa ein Zehntel dessen, was man mit Autos verdient. Dann haben wir Energy Generation, auch ein kleiner Faktor. Dann haben wir natürlich diese Regulatory Credits, also praktisch die Finanzierung von Tesla durch andere Autokonzerne, weil man ja sagt, die verbrauchen ja kein CO2. Haha, selten so gelacht. Natürlich ist da CO2 im Spiel, eben beim Abbau der Batterien etc. Aber so ist eben das Spiel. Also Tesla ist eine Autofirma, das ist der direkte Beleg. Und eine Autofirma, dessen Umsätze im letzten Jahr um 8,7% gefallen sind, dem größten Rückgang seit 2012, dessen Margen rückläufig sind, dessen Trend nach unten geht, dessen Bestand Inventory Days, also wie lange die Autos auf dem Hof stehen, bevor sie verkauft werden können, immer weiter nach oben geht, klarer Trendausbruch nach oben und gleichzeitig verbrennt man Cash ohne Ende. Hier sehen wir mal Negative Free Cash Flow, 2,5 Milliarden Dollar. Würde Tesla so weitermachen, jedes Quartal 2,5 Milliarden Dollar verbrennen, dann wäre in 2,5 Jahren Schluss, dann wäre keine Kohle mehr da bei Tesla. Erwartet war eigentlich ein positiver Cashflow von 653 Millionen Dollar. Also wir sehen, das ist schon ziemlich mies und da muss jemand halt irgendwie ein bisschen Sand in die Augen streuen. Wir haben, wenn wir jetzt mal zu den Aktienmärkten zurückkommen, ja aus einem total überverkauften Zustand jetzt eine Rallye gezaubert seit dem Wochenbeginn. Gestern wurde diese Rallye vor allem nochmal befeuert durch einen schwachen Einkaufsmanager-Index mit Stellenabbau, das erste Mal seit Corona und der Finanzkrise, mit schwacher Nachfrage, wie es hier heißt, mit Inflation, die vor allem im Gütersektor anzieht. Und wir sehen, die Aktienmärkte, hurra, haben hausiert, die Zinssenkungserwartungen sind ein bisschen gestiegen. Also wir sehen, das war sozusagen der entscheidende Trigger gestern im Handel. Wir sehen den City Economic Surprise Index, also die Abweichung von der Erwartung bei den US-Daten, doch signifikant jetzt nach unten. Rezessionssorgen ist wahrscheinlich das nächste große Thema. Erst feiert man Hoffnung auf sinkende Zinsen, dann wird man sich wahrscheinlich der Kehrseite der Medaille zuwenden müssen, wenn wir zu den Märkten selber kommen, hier dem S&P 500, den 500er EMA auf wöchentlicher Basis sind wir nahe dran, da sind wir ja ziemlich durchgerauscht, wir sehen, wir sind hier bei wichtigen gleitenden Durchschnitten, 5er, 10er und 20er. Den 10er haben wir jetzt geschafft. Unten in dem Chart ist für die Amerikaner wichtig. Die achten sehr stark auf solche gleitenden Durchschnitte. Und hier sehen wir nochmal diese Überverkauftheit, die so stark war, was jetzt die Aktien über ihrem 10-Tages-Durchschnitt betrifft im S&P 500, wie seit September 2022 nicht mehr, wie die Bank of America hier gezeigt hat. Und jetzt sehen wir diesen Rebound und jetzt werden wahrscheinlich alle wieder gleich super euphorisch. Aber gucken wir uns mal unter die Oberfläche um. Oder gucken wir mal rein heute, ne? Sie wissen, was ich meine. Dann sehen wir, was besonders jetzt outperformt, ist Healthcare auf der einen Seite, also Gesundheitssektor, defensiver Sektor, Consumer Staples, XLP hier, das sind die Dinge des täglichen Bedarfs, total langweilig, also was weiß ich, Windeln, Rasierklingen, Rasierschaum, also irgendwie, was man halt öfter braucht. Und immer wieder kauft, Procter & Gamble, solche Firmen sind hier Vertreter, hier sehen wir starke Outperformance und Utilities, also Versorger, Wasser, Elektrizität und so weiter, auch defensive Sektor, das heißt wir sehen die defensiven Sektoren laufen am besten, dazu auch Energie, relativ stark gelaufen, was sehen wir an Market Tops, Energie, Consumer Staples und Healthcare.
Ja, outperformend, also ich würde es ja nur mal gesagt haben, meine Damen und Herren, wir sehen, dass jetzt die Semikonductor, also die Halbleiter, die ja lange diese Rallye angeführt haben, nicht wirklich stärker jetzt performt haben als der S&P 500. Da hat man ein bisschen die Underperformance aufgeholt, ist aber nach wie vor deutlich sozusagen underperformant. Und jetzt der Auftritt von FunThread, Tom Lee, der Dauerbulle, der sagt, ja, könnte ein Short-Term-Boden jetzt hier erreicht sein, aber wir erwarten höhere Preise in den Mai hinein, obwohl der saisonal eher schwach ist. Aber hier sehen wir diese Abwärtstrendlinie, durchaus möglich, dass wir da hier hinlaufen und die testen wollen. Das wäre knapp über der 5100er Marke im S&P 500. Wir sehen dieser kurze steile Abwärtstrend mit dieser Überverkauftheit, der ist jetzt nach oben gebrochen worden. Wir sehen den WIX massiv gestern dann unter Druck gekommen. Wir haben den besten Zweitagesgewinn des S&P 500 in zwei Monaten gesehen und heute dann eben wichtig jetzt die Zahlen von Meta. Da wird eine ähnliche heftige Kursreaktion erwartet wie bei Tesla, also um und bei 9%. Und da Tesla jetzt nicht mehr das Riesenschwergewicht ist nach den dezenten Kursverlusten der vergangenen Wochen, ist Meta natürlich schon mal eine andere Hausnummer, schlichtweg weil die Marktkapitalisierung und damit die Gewichtung im Index, in den Indizes natürlich deutlich stärker ist. Darauf wird zu achten sein, auch Boeing heute am Start, auch IBM, all diese Dinge werden wichtig, ebenso wie die Schuldenmacherei der Amerikaner. Die werden ja über 200 Milliarden Dollar in dieser Woche alleine verauktionieren über Anleihen. Gestern der Auftakt mit einer noch nie dagewesenen Auktionsgröße für eine zweijährige US-Staatsanleihe. Die ist ganz passabel gelaufen. Hier sehen wir High Yield Rate. Also praktisch der Zins, den man bezahlen muss, 4,898%. Bei der letzten Auktion waren es noch 4,595%. Also die Schulden werden teurer, weil wenn man neue Anleihen begibt, man eben bezahlen muss dafür. Wir sehen Zinszahlungen im Februar respektive für das Gesamtjahr über 1 Billion Dollar und die Aussicht auf schwindende Zinsen ist trotz der gestrigen schwachen Einkaufsmanager-Indizes praktisch nicht gesunken. Wir sehen nach wie vor die 10-jährige US-Anleiherendite bei 4,6%. Die Optionsmärkte preisen jetzt sogar eine 20% Wahrscheinlichkeit ein, dass die Fed nochmal die Zinsen anhebt in den nächsten 12 Monaten. Wir kamen ja im Januar von 6 bis 7 Zinssenkungen auf dann 3, dann vielleicht 2, vielleicht einer, vielleicht 2, jetzt vielleicht gar keiner mehr. Wir werden sehen. PCE-Daten am Friday werden sehr wichtig werden. Kommen wir nochmal zum großen Geschehen. US-Senat hat jetzt zugestimmt, nach dem Abgeordnetenhaus, den TikTok-Bann hier umzusetzen. Den wird Biden wohl heute oder sehr zeitnah unterschreiben. Damit bleiben 270 Tage, um praktisch TikTok zu verkaufen. Das war ja die Maßgabe dieses Gesetzes. Wir sehen, dass Merchants, Online-Merchants, also praktisch die Werbung, die auf TikTok passiert in den USA, immer größer und stärker gewachsen ist, weil eben die Amerikaner TikTok sehr stark genutzt haben. Blinken, der Außenminister der Amerikaner, der wird jetzt nach Peking fliegen. Heute unklar, ob er Xi Jinping treffen wird. Dieser wiederum sieht, dass die Anleiherenditen in China, gerade was die Sovereign Yields betrifft, also die Staatsanleihen, jetzt auf den tiefsten Stand seit einigen Jahren fallen, die Corporate Bond Yields, also die Unternehmensanleihen, sogar auf dem tiefsten Stand ever. Hier unten sehen wir den gerade entbrannten Währungskrieg zwischen den Chinesen und den Amerikanern. Die Chinesen werfen mit Gold auf die Amerikaner, die Amerikaner werfen mit Papiergeld zurück. Dies eine Karikatur. Und der gute Xi Jinping wird ja nach Serbien reisen zu einem Tag, einem Gedenktag der Serben an die Bombardierung durch die NATO, die ja sich eingeschaltet hat in diesen, will man sagen Genozid, aber auf jeden Fall in diese massive Auseinandersetzung Serben, Kroaten, Jugoslawienkrieg. Sie wissen Bescheid, genau an diesem Tag, und das dürfte kein Zufall sein, reist Xi Jinping nach Serbien. Auch das sozusagen eine Arschkarte, wenn man so will, für die EU. Die jedenfalls, sie schlagen jetzt zurück. Man wird hier einen Sektor
wohl sanktionieren, hat jetzt Investigations gestartet. Es geht um den Gesundheitssektor, um bestimmte Produkte aus diesem Sektor. Wir sehen, dass das Trade Deficit mit China zuletzt gefallen ist, weil wir schlichtweg eben ein Decoupling sehen, eine Entkoppelung immer stärker zwischen Europa und China und USA und China. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Empfehlungen. Elönö, 13% plus. Kurzfristig gelingt ihm ein Zaubertrick. Analystenkommentare, Expertenmeinungen, was sagen andere dazu, außer dem Fugmann? Erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Und die zweite Empfehlung, die Sie auch gerne teilen hier über diese Social Media Buttons. Die Korrektur ist noch nicht vorbei, sagt Gurken. Schauen wir da mal, aber interessant auf jeden Fall auch diese Artikel, diese beiden Artikel bitte gerne teilen über Social Media und ich sage jetzt Servus, ciao.